Moin Moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Dokkan Battle. Und im heutigen Video schauen wir uns meine aktuellen Top 5 Dokkan Battle Teams an. Wie gewohnt, das Ganze beziehe ich nur auf Global, denn ich spiele nur Global und es ist ein Video, was von einigen von euch angefragt worden ist. Sie haben gesagt, hey, welches Team findest du aktuell am besten? Und ich werde euch 5 Teams vorstellen, wie ich sie bauen kann. Das ist nämlich relativ wichtig, denn einige der Teams sind vielleicht ein bisschen weiter unten in der Wertung bei mir, weil ich eben nicht die bestmöglichen Teams bauen kann. Und auch teilweise ist es vielleicht nicht das stärkste Team, was ein bisschen weiter höher ist, sondern einfach ein Team, weil es mir persönlich Spaß macht oder ich einige Karten darin sehr, sehr cool finde. Und ich habe mir gedacht, 5 Teams sind für den Anfang ganz gut. Vielleicht komme ich in 3 Monaten oder in 6 Monaten nochmal wieder und gucke mir die Teams nochmal an und werde sie ein bisschen anders machen. Aber das werden so meine Top 5 Teams sein. Und ihr seht schon, ein Team, was auf jeden Fall dabei ist. Ich bin sehr gespannt, wie euch das Video gefällt und packt gerne auch unten rein, welche Teams ihr an den Top 5 seht, vielleicht auch warum und vielleicht wie ihr das ein bisschen anders seht als meine persönliche Bewertung. Für die Teams habe ich auch ein paar Decks einfach schon vorbereitet und wir fangen mit meinem Platz 5 an und mein Platz 5 ist ein Fusion Kategorie Team. Warum nur 5? Dazu kommen wir gleich, aber wer gehört in diesem Team bei mir dazu? Zum einen natürlich als Leader LR Gogeta. Verwandlungsmechanik, wenn ihr unter 50% kommt mit diesem Charakter, nachdem ihr mindestens ein paar Runden drin war, das könnt ihr uns genau angucken. Fusion Conditions are met. Ich meine, dass in 7 Runden, die er drin sein muss, oder 5 Runden, bin ich gerade gar nicht sicher, dann wird der Fusionstanz gemacht. Ihr werdet komplett wieder volles Leben bekommen und Goku und Vegeta fusionieren zu Gogeta, was nochmal richtig viel Schaden macht. Also Leader, Fusion-Kategorie, Ki plus 3, Leben und Angriff plus 170 und Verteidigung plus 130%, also richtig gute Attributboni. Ansonsten auch noch physische Typen, Ki plus 3, Leben, Angriff, Verteidigung plus 90%, egal ob Hero oder ob Extreme. Ich persönlich tendiere aber gerne dazu, einfach wenn ich solche Teams baue, in der Kategorie zu bleiben. Das heißt, in diesem Team könnte ich zum Beispiel den physischen Super Vegeto, ich könnte den LR Trunks reinpacken, mache ich aber nicht. Und das ist aber auch für mich eins der Nachteile dieses Teams, denn wir haben eine sehr geringe Auswahl an Charakteren. Also mein LR Gogeta ist nur auf 41% im Dupe-System, also nichts Besonderes, sehr gute Karte, hält extrem viel aus, macht einen guten Schaden in die Verwandlungsmechanik, wie schon gesagt. Auf Platz 2, beziehungsweise im zweiten Charakter in diesem Team haben wir meinen Super Gogeta, der Int Super Gogeta ist bei mir schon auf 100%. Eine Einheit, die guten Schaden macht, die Verteidigung durchbricht, das ist egal, was für ein Typ das ist, der hält nicht ganz so viel aus, das heißt, wenn er angegriffen wird von dem richtigen Gegner, dann wird er auch Schaden reinstecken müssen, auch mit 100%. Nichtsdestotrotz extrem cooler Charakter, verringert auch noch Angriff und Verteidigung des Gegners. Dann habe ich natürlich auch noch den Super Saiyajin 4 Gogeta mit am Start, auch 100% bei mir, SA10. Eine Besonderheit bei dem hier ist natürlich die hohe Chance zu kontern. Also er kann evaden und kontern, das macht ihn extrem stark und selber macht er auch noch einigen guten Schaden. Und nachdem er eine Ulti gemacht hat, erhöht er auch seinen Angriff und Verteidigung, was ihn auch nochmal zum ganz guten Tank machen kann. Und die drei Einheiten machen dieses Team wirklich extrem gut. Bei den physischen Gotenks, den ich auch noch mit drin habe, bin ich immer so ein bisschen gemischt. Meiner ist auf Superattacke 3 nur von 10, aber so in dem Hidden Potential System habe ich ihn schon auf 75%. Warum habe ich den noch nicht auf Superattacke 10 von 10? Zum einen, ich habe alle 4 Pfade schon offen, heißt, wenn ich ihn nochmal ziehe, könnte ich nichts damit anfangen, wenn ich jetzt Elder Kais reinpumpe. Und zum zweiten macht er auch so eigentlich einen ganz guten Schaden. Das Problem bei mir mit Gotenks ist, dass er seinen maximalen Schaden ja erst rausholt, wenn er mit 11 Ki angreift. In diesem Team und in der Hauptrota ist es aber meistens so, dass er zu viel Ki bekommt und deswegen meistens 12 Ki Attacke macht und nicht ganz so viel Schaden macht und er kann auch nicht ganz so viel einstecken. Das heißt, wenn er angegriffen wird, kriegt er richtig guten Schaden rein. Aber ist es immer noch eine gute Einheit, habe ich eher drin als wie zum Beispiel den Tech Gotenks. Und jetzt kommen wir zum Grund eigentlich, warum dieses Team bei mir nur auf der 5 ist. Es sind nämlich die anderen 2 Slots. Die kann ich mit Fusion-Kategorie-Karten auf Global nicht wirklich vernünftig auffüllen. Zudem kommt es auch natürlich, dass ich vielleicht nicht die besten Einheiten habe, aber ich habe mich dazu entschieden, Pandel mitzunehmen. Pandel warum? Macht keinen Schaden, macht nicht wirklich Sinn, aber ein gutes Supporter macht 30% für alle Allies, wenn sie mit in der Runde ist. Kriegt natürlich auch die Attributboni, dadurch, dass sie in der Fusionskategorie ist. Und der letzte ist tatsächlich einfach nur so ausgesucht. Hier haben wir den Super Saiyajin Gotenks Agility, zum einen, weil er die Verteidigung des Gegners verringern kann. Er ist ein Nuker, plus 50% pro Ki-Sphäre, die er bekommt. Dadurch, dass er auch automatisch relativ viel Ki hat, können wir immer genug Ki-Sphären reinpacken und weil ich in diesem Team keine Agility-Karte habe. Wenn wir uns jetzt angucken, welche Einheiten ich für dieses Team noch hätte, sieht es ein bisschen mau aus. Ich könnte vielleicht hier den Barlot noch mitnehmen, aber ist nur Super Attack 1 von 10, wäre auch ein Nuker, SDR, ich hätte den Weirus, den Sphären wechseln könnte,
Den, ja, den normalen Gotenks, den habe ich schon. Doken Awakened ist gerade nur Reverse, den könnte man reinpacken, aber das war's. Ich habe früher ganz gerne hier, der ist auch gerade nur Reverse, weil ich einen Dupe von ihm gezogen habe, den Super Saiyan Gotenks, den physischen, den habe ich gerne früher genutzt, den würde ich normalerweise auch im Team drinne haben. Habe ich aktuell nicht, weil so gut wie kein von den aktuellen Dokkan-Events ein Sealer benötigt wird, da die meisten Gegner in der letzten Phase sowieso nicht gesealed werden können. Heißt, wenn das ein Super Battle Road ist oder ähnliches mit Fusionskategorie wäre, würde ich wahrscheinlich hier den Super Gotenks gegen den physischen austauschen. Aktuell würde mein Team Nummer 5 aber so aussehen. Kommen wir dann zum Team Nummer 4 und das ist vielleicht eine Überraschung für einigen von euch, ist es gerade ein relativ neues Team und zwar Representatives of Universe 7. Warum ist es bei mir nur auf der 4? Es hat einen ähnlichen Grund wie bei dem Fusion Team, es ist einfach nur, dass ich noch nicht das bestmögliche Team bauen kann. Dieses Team wird wahrscheinlich ziemlich weit nach oben schießen, wenn wir den Blue Evolution Vegeta bekommen haben, der auch in dieses Team reinpassen würde. Und falls ich mal den physischen, ich weiß gar nicht, ob er schon raus ist, aber ich glaube ja, aber den physischen MVP 17 ziehen würde, der sehr gut mit dem LR Goku und Freezer zusammenarbeitet. Wenn ich die beiden Einheiten hätte, würde es wahrscheinlich ein bisschen besser aussehen. Aktuell, wie sieht das Team aus? Wir haben einmal natürlich den neuen LR Goku und Freezer Final Form Angel. Habe ich auf SA 2020, habe ich schon auf LR gebracht, Activation 55% Hidden Potential System, keine Dupes drin, aber er gibt auch wieder. Allen Representative of Universe 7 Einheiten gibt er Ki plus 3, Leben, Angriff, Verteidigung plus 177, also aktuell die höchsten Attributboni, die möglich sind, oder gibt Tech-Typen Ki plus 3, Leben, Angriff, Verteidigung plus 90%. Heißt, wenn ihr jetzt nicht so viele Einheiten habt, könntet ihr noch Tech-Einheiten reinpacken. Seine Superattacke oder sein Passivskill ist cool. Angriffverteidigung plus 77%, wenn er angreift, und er bekommt zusätzlich 77%, wenn er eine Ultra-Superattacke bekommt. Zusätzlich bekommt er nochmal 77%, wenn der Gegner eine Verringerung des Angriffs hätte. Deswegen der physische MVP 17 eigentlich sehr gut mit ihm zusammenarbeitet, weil er ja den Angriff des Gegners verringert und wenn der hier hinterher angreifen würde, 77% noch mehr Schaden. Seine Superattacke selbst wird Colossal Damage machen, was sehr cool ist, das heißt, er haut unglaublich stark rein und verringert den Angriff des Gegners und deswegen natürlich eine Bombeneinheit und Leader. Dann haben wir den MVP 17 und die Android 18, beide auf SA 10, durch das Sorry-Event konnte ich sie gerade hochpumpen, beide Doken Awakened sind hier mit drin, weil sie zusammen ganz gut linken. Android 18 ist cool, weil sie die Sphären wechseln kann, das heißt, ich kann auf jeden Fall eigentlich immer mit meinen LR Goku und Vegeta die 18 Ki-Attacke machen oder, falls das nicht nötig ist, kann ich sogar dem MVP 17 halt die Sphären geben, damit er Nuker, also er ist ja Nuker, das heißt, er kann mit diesen Sphären wirklich Schaden machen. Mein Ui Goku, brauche ich nicht viel sagen, Ui Goku ist Ui Goku Bomb-Einheit SA10, ich habe ihn aktuell auf 69% im Hidden Potential System, macht einen Mega-Schaden, tankt richtig gut, egal ob es eine physische Einheit ist, die ihn angreift oder nicht, der wird immer wirklich einen guten Schaden machen und zusätzlich hat er noch seine Verwandlungsmechaniken, wenn ihr unter 50% kommt, das heißt einfach nur eine Bomb-Einheit in diesem Team, die gerade mit dem Leader-Skill von LR Goku und, Freezer auch nochmal richtig reinhaut. Angel Golden Freezer, auch eine Einheit, die nicht ganz so viel aushält wie Ui Goku, aber auch wirklich einen guten Schaden machen kann. Verringert die Verteidigung, habe ich auch auf 69% im Hidden Potential System. Und die schwächste Einheit in meinem Team aktuell ist einfach mein Super Saiyan God, Super Saiyan Goku Kaioken. Denn er ist zwar 85% im Hidden Potential System, SA aktuell nur 3 von 10, glaube ich, nee, 5 von 10. Aber er verringert ja das eigene Leben um 5% jedes Mal, wenn er angreift. Und es ist eine alte Einheit. Das heißt, er macht einfach nicht mehr ganz so viel Schaden. Auch wenn er noch nicht auf SR10 ist, aber er macht so 700.000, wenn es hochkommt. Und so ein Ui Goku oder ein Freezer, die machen weit über 1 Million. Das ist die Einheit, die ich gerne austauschen würde. Wenn der Blue Vegeta rauskommt, dann wird das wahrscheinlich die Einheit sein, die ich hier reinpacken werde. Und dann wird dieses Team ein bisschen weiter nach oben kommen. Kommen wir zu der goldenen Mitte und das ist wahrscheinlich eins dieser Teams, wo einige von euch überrascht sein werden. Das ist ein Super Saiyajin 3 Kategorien-Team. Und das ist einfach nur, weil ich hier wirklich coole Einheiten, die ich mag, zusammenbasteln kann. Und viele davon sind auch wirklich ein bisschen im Hidden Potential System schon aktiviert oder funktionieren einfach wunderbar. Ihr seht, mein Bardock ist noch gar nicht so weit. Den habe ich gerade mal auf SA 6 von 10, Hidden Potential System habe ich noch gar nichts aktiviert mit ihm, weil er ist nur mein Leader hier und noch nicht mal auf Max Level, ich habe ihn gerade mal auf Level 85 von 120, aber das was cool ist, ist einfach nur, er ist Kategorienleader für diese Kategorie, die ich einfach Bombe finde, also Super Saiyan 3 Kategorie, Ki plus 3 Leben plus 130 und Angriff und Verteidigung plus 170%, ansonsten super im Typen Ki plus 3 und Leben Angriff und Verteidigung plus 90%. Er selber kann sealen, was
nicht mehr so wirklich Sinn macht bei den meisten von Dokkan Events heutzutage, aber nichtsdestotrotz. Und hat auch einen ziemlich coolen Passiv, Angriff, Verteidigung plus 100%, wenn er eine Superattacke macht, und alle Superklassen Freunde bekommen plus 40%, wenn das Leben unter 70% ist. Bedeutet, es macht mehr Sinn, Superklassen Super Saiyajin 3 in diesem Team zu haben. Normalerweise hätte ich jemanden wie den SDR Super Saiyajin 3 Vegeta hier drin, weil das ein guter Tank ist, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe zum einen meinen SA10 100% Super Saiyajin 3 Goku Angel, denn er haut gut rein, er kann stunnen und ich habe das Gefühl, dass er einfach mehr Additional Attacks macht wie jeder andere bei mir. Wie gesagt, 100%, macht auch richtig guten Schaden, ist ein Nuker, wenn er Rainbow-Sphären bekommt, macht er zusätzlich 20% Schaden, das heißt immer zu versuchen, mit ihm diese Rainbow-Sphären zu bekommen. Dann habe ich hier meinen Broly, denn Broly ist einfach Broly, und wenn man schon Super Saiyan 3 Broly hat, den man sonst nie benutzt in diesem Team, SA10, ich bin bei 90% im Hidden Potential-System, werde ihn demnächst auf 100% machen, das heißt auch dann nochmal eine 100%-Einheit. Den Gotenks hatten wir uns schon angeschaut. Dann habe ich hier natürlich den Super Saiyan 3 Angel Goku, der auf 100% im Hidden Potential System ist und den ich nur noch jetzt ein bisschen leveln muss. Dann werde ich auch das Extreme Z Awakening von ihm voll haben. Das heißt Super Attacke 15 und noch ein paar Level 140 und ein paar Werte. Der macht einen guten Schaden, hat mit dem Extreme Z Awakening seinen Platz in diesem Team bekommen. Und selbstverständlich den Super Saiyan Goku Boiling Power, der auch in diese Kategorie reinpasst, was ich sehr cool finde, und der einfach selbst einfach durch diese Verwandlungsmechanik extrem viel Sinn macht und auch einen guten Schaden macht. Ich meine, ich habe 69% im Potential-System, sehr coole Einheit. Das ist so ein Team, es ist bei weitem nicht das stärkste Team aktuell, es ist ein sehr starkes Team, aber es macht mir einfach Spaß, mit Super Saiyan 3 durch die Gegend zu laufen und mit diesem Team einfach zu versuchen, irgendwas zu machen. Und dieses Team hat einfach mit einem Sealer und einem potenziellen Stunner immer noch wirklich eine coole Sache, die eben in den aktuellen Dokkan-Events nicht mehr benötigt wird. Ich nutze es gerne. Ich werde auch gucken, wenn es das Super Battle Road rauskommt. Weiß ich gar nicht, ob es für diese Kategorie einen spezifischen Event gibt. Aber vielleicht werde ich das einfach mal demnächst wieder showcasen, weil ich es echt gerne spiele. Es bleiben noch zwei Slots und es gibt zwei Teams, die hier einfach vorkommen müssen. Und es war ein bisschen schwer zu schauen, welche ich am besten finde. Aber dann am Ende dachte ich mir, nein, es gibt ein Team, wenn ich weiß, dass ich was machen muss, auf das greife ich immer zurück. Und deswegen ist das mit Platz 1. Kommen wir dann erstmal zu Platz 2. Platz 2 ist ein Realm of Gods Team. Wie sollte es anders sein? Es ist ein verdammt starkes Team. Mein sieht aktuell so aus, wir haben den Ultra Instinct Goku als Leader, selbstverständlich, über den haben wir gerade schon gesprochen, aber als Leader gibt er Ki plus 3, Leben, Angriff, Verteidigung plus 150% für alle. Selber, wie gesagt, schon im Hidden Potential System, hält extrem viel aus. Der neue Goku, der Verwandelte, der passt ja auch rein, deswegen nehme ich den auf jeden Fall mit. Dann haben wir den SDR Rosé. Mein SDR Rosé ist auf 100% SA10, deswegen sowieso dabei. Starke Einheit, die extrem viel Schaden machen kann. Mit LR Goku Black sowieso. Den habe ich auch mit am Start. Mein LR Goku Black, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich in meinem Potential-System, 55%, also alle freie. Die beiden in einer Rotation, einfach Bombe. LR Goku Black heilt, tankt, und der SDR Rosé denkt sich mit dem Link mit ihm zusammen, ich pretzle einfach alles nieder. Also 2 Millionen normale Angriffe mit denen Superangriffe sind gar nicht so unrealistisch. Und dann ist so eine Einheit, wo es immer wieder so ein bisschen bei mir gibt, welche nehme ich von den beiden, aber ich entscheide mich meistens für den Tech Blue Vegito. Warum? Mein Tech Blue Vegito ist nur auf 69% im Hidden Potential System, während mein LR Vegito Blue, also der SDR, auf 100% ist. Aber ich halte es teilweise für besser, dass ich diese Mehrfachangriffe mit dem Tech Vegito habe, im Gegensatz zu diesem einen sehr starken Angriff, der auch dauerhaft besser sein kann, mit dem SDR Vegito. Bedeutet, mit diesem Vegito, den nehme ich gerne, gerade bei der letzten Super Battle Road, ist es an die Super Battle Road, bei den letzten Boss Rush ist es so, dass er gegen Hirudegarn zum Beispiel, der weicht immer wieder aus, und dadurch, dass er bis zu 3-4 Mal angreifen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft, umso höher, und dadurch, dass er schon so viel im Hidden Potential System investiert hat, durch jeden Superangriff wird er stärker, es kann jedes Mal critten. Ich spiele den einfach gerne, ist mehr so ein Bauchding, also ich sage, oh, der ist definitiv besser. Und eine Einheit, die hier eigentlich gar nicht so gut reinpasst, werden die meisten von euch sagen, ist Jiren. Den habe ich hier mit drin, weil ich immer noch auf sein Dokkan Awakening warte, wo er wirklich gut wird. Und allein die Tatsache, dass er alles stunnen kann, wenn er in die Runde reinkommt, und selber auch noch dafür, dass er nur Level 100 ist, verdammt viel Schaden macht, hat er seinen Platz hier sowieso gewonnen. Kommen wir zu dem letzten. Und das sollte natürlich, oder es muss selbstverständlich, ein Potara-Team sein. Also es ist mein Top-Team aktuell. 550.000 Leben habe ich mit dem richtigen Freundeslieder, und dieses Team ist einfach unschlagbar. Eins der großen Gründe ist einfach nur der Leader. Also mein LR Vegito, wenn ihr wollt, also
Totale Kategorie, Ki plus 3, Leben und Angriff 177%, Verteidigung plus 30%. Dann habe ich ihn aktuell auf 89% im Hidden Potential System. Angriff, Superangriff 20 von 20. Selbstverständlich muss ich diese Einheit nutzen. Tankt, macht Schaden, hat die auch die 50% Verwandlungsmöglichkeit. Bedeutet, wenn ihr unter 50% seid, wird er zu Vegito oder Super Vegito, wird dann nochmal euch voll heilen und richtig Schaden machen. Und er linkt in diesem Team einfach extrem gut zusammen. STR, Rosé 100% mit dem LR Goku Black, genauso wie bei Realm of Gods, einfach eine Rotation, die extrem viel Sinn macht. Auch hier ist es für mich wieder, dass ich eher den Vegito Blue als den STR Vegito nutze, wie schon gesagt. Und die letzten zwei Slots sind Slots, wo ich wirklich mal so spiele. Aktuell habe ich den physischen Super Vegito mit drinnen. Der ist eine Superattacke 5 von 10, 58% im Hidden Potential System. Ich tausche den gelegentlich aber auch mal ganz gerne gegen den Agility Super Vegito. Da ist er, weil meiner ist auf 100% bereits. Und beide tanken sehr gut. Der physische macht aber immer noch ein bisschen mehr Schaden, habe ich das Gefühl, durch seine Konterangriffe. Und deswegen nutze ich den eher. Aber manchmal, wenn ich weiß, ein paar Gegner werden eher STR sein, hau ich auch den anderen rein. Und die letzte ist eigentlich jemand, der nicht ganz so gut reinpasst, den ich aber sehr gerne nutze. Und das ist Super Saiyan 2 Kefla. Super Attacke 10 von 10, Hidden Potential System 79%. Additional Attacks können Superangriffe sein, crittet extrem oft, greift mehrfach an, hält auch ein bisschen was aus, kann ausweichen. Das heißt, eine sehr, sehr flexible Einheit, die ich unglaublich gern benutze. Ja, das sind meine Top 5 Teams aktuell. Also, um nochmal zusammenzufassen, wir haben einmal ein Fusion-Team, wir haben einmal den Representatives of Universe 7 Team, dann haben wir ein Super Saiyan 3 Team, dann haben wir den Realm of Gods Team und am Ende ein Potara-Team. Das ist, wie gesagt, meine Meinung. Ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, welche sind eure Teams. Welche Einheiten würdet ihr vielleicht anders nutzen? Oder welche Einheiten nutzt ihr vielleicht auch, wenn ihr ein Team habt, wo ihr sagt, hey, das Team finde ich auch gut, aber ich habe die oder die Einheit drin. Schreibt gerne unten rein, ich bin sehr gespannt. Und ich sage gerne so, vielleicht 3 Monaten, vielleicht Ende des Jahres, schaue ich nochmal rein. Bis dahin sind neue Einheiten rausgekommen. Vielleicht hat sich bis dahin so meine Top 5 ein bisschen geändert. Und ich werde demnächst an einem Top 5 Free-to-Play-Teams arbeiten, wo Nummer 1 sowieso die Genioforce sein wird, was sonst. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr habt da Bock drauf. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder eine von meinen Playlists anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.